Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. Mit Chrome OS 97 startet eine neue Ära für Chromebooks. Denn ab sofort bekommen Chromebooks alle 4 Wochen ein komplett neues OS-Update. Damit spendiert Google dem Betriebssystem aus Chromebooks noch häufiger als bisher komplett neue Features und Weiterentwicklungen bestehender Features. Auch die neuen Features von Chrome OS 97 zeigen einmal mehr auf, wie rasant sich das Betriebssystem von Chromebooks weiterentwickelt. Ich fange direkt mit der Funktion an, auf die wahrscheinlich jeder Chromebook-User gewartet hat, nämlich die Integration des Google-Kalenders in das System. Ihr könnt den Google-Kalender in eurem Chrome OS aktivieren, indem ihr in die Chrome Flex geht, nach Kalender-View sucht und den Monthly Calendar View auf Enable stellt. Nach einem kurzen Neustart seht ihr rechts unten nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das Datum. Wenn ihr nun auf das Datum oder die Uhrzeit klickt, öffnet sich direkt eine Kalenderansicht. Ihr habt allerdings noch nicht die Möglichkeit, euren Kalender direkt zu öffnen oder sogar neue Termine einzustellen. Ich gehe aber fest davon aus, dass dieses Feature an den nächsten Versionsupdates weiterentwickelt wird und immerhin habt ihr mit Hilfe der Chrome Flex schon mal die Möglichkeit, die Kalenderansicht zu testen. Wie ihr den Productivity Launcher aktiviert, habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt. Auch hier gibt es ein kleines Update in Chrome OS 97, da im oberen Bereich des Launchers nun die letzten verwendeten Dateien gezeigt werden. Außerdem habt ihr nun die Möglichkeit, mehrere Fenster der Gallery App zu öffnen und beispielsweise 2 Bilder gleichzeitig anzuschauen. Bisher konnte immer nur ein App-Fenster gleichzeitig geöffnet werden. Außerdem enthält die Gallery App nun einen vollwertigen Audio-Player, mit dem ihr beispielsweise Playlisten erstellen könnt, einen 10 Sekunden Vor- und Zurück-Button habt und ihr habt einen deutlich größeren und somit präziseren Fortschrittsbalken. Eine sehr hilfreiche Funktion für all diejenigen mit Sehschwäche könnte zudem die Weiterentwicklung der Vollbildlupe sein. Aktiviert ihr diese mit Steuerung, Suchen und M und geht in die Einstellungen der Vollbildlupe, könnt ihr auswählen, ob der Bildschirm dann bewegt werden soll, wenn die Maus den Bildschirmrand berührt, ob die Maus beim Bewegen des Bildschirms in der Mitte gehalten werden soll oder der Bildschirm kontinuierlich mit den Bewegungen der Maus bewegt werden soll. Das sind aus meiner Sicht zunächst die wichtigsten Neuerungen von Chrome OS 97. Wenn du wissen willst, wie du unzählige Linux-Programme wie GIMP oder LibreOffice mithilfe eines Linux App Stores auf deinem Chromebook installieren kannst, dann klicke jetzt auf das linke Video. Wenn du wissen willst, wie du den neuen Productivity Launcher aktivieren kannst und viele weitere neue Features kennenlernen willst, schau dir das Video auf der rechten Seite an und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.